Ho, ho, einen wunderschönen guten Morgen, guten Abend, gute Nacht, einen tollen Start ins Wochenende und eine wunderschöne neue Woche wünsche ich dir. Je nachdem, wann du dieses Video schaust, such dir einen Satz aus. Ich bin Dani und ich nehme mich heute mit in meine kleine Auszeit. Jawohl, sie steht hier unten, fällt mir gerade auf, ich habe sie gar nicht hochgestellt. Ich habe wieder fette Beute, meinen aufgebraucht. Alle Produkte, die ich im November aufgebraucht habe, ihr Lieben, ich mache das taggenau, ne? Also nicht hier irgendwie, dass ihr denkt, so ungefähr oder so. Ich bin tatsächlich ab dem 1. November bekommen das in die Tüte bis zum 30. war es, genau. Und jetzt haben wir den 2. November. Ach, meine Güte. So, sie sitzt. Alle bereit? Ja, sie sitzt. Dankeschön. Den 2. Dezember und ich zeige euch, was drin war. Ab dem 1. habe ich nichts mehr reingetan. Also haben wir ganz genau den November. Mache ich immer so, versprochen. Ihr wisst, wie es läuft. Ich greife wieder einfach nur rein. Wir haben ja Beauty-Produkte, ja. Wir haben ein bisschen Haushaltprodukte, weil ich einfach mal gefragt wurde. Also es ist aber nichts Dickes. Und ich greife einfach wild rein. Das ist ein Haar von mir, sehr schön. Und sage euch was dazu. Ha, sobald mir noch was einfällt. Los geht's, oder? Wir fangen gar nicht hier. Ja, ich brauche gar nicht so viel zu erzählen. Eine WC-Ente ist alle gegangen. Super spannend. Ich muss sagen, ist ja das? Ich glaube ja. Oder auch nicht. Es ist ein Ersatzprodukt. Die schwarze WC-Ente ist einfach die allerbeste. Wir haben hier ein Haus gekauft, umgebaut und leider sehr, sehr kalkhaltiges Grundwasser oder was auch immer das ist im ganzen Ort. Ich habe mich umgehört. Und wir müssen echt kämpfen gegen diesen Kalk, ne? Also wir haben eine Glasdusche, wir haben, also der muss alles sofort geputzt werden. Und in der Toilette hilft am allerbesten die schwarze WC-Ente. Wenn ihr irgendwo mal die schwarze WC-Ente seht, kauft sie. Ich finde sie nicht mehr. Ich habe mir ein Online-Abo eingerichtet. Sage mir, dass du erwachsen bist, ohne zu sagen, dass du erwachsen bist. Ich habe ein Reinigungsmittel-Online-Abo. Aber selbst da gibt es sie nicht mehr online. Also habe ich sie gerade nicht mehr. Also habe ich die hier geholt. Und ich meine, die sieht aber blau aus, ne? Das ist Ocean Wave. Es gibt auch eine gelbe WC-Ente. Ich dachte jetzt, vielleicht ist sie es doch. Was weiß ich. Wenn ihr eine gelbe WC-Ente seht, Achtung, die ist halt wirklich gelb. Bei uns gab es hier einmal kurz Drama, weil ich nur gerufen habe, wer hat hier nicht gespült? Weil in der Toilette halt alles gelb war. Es war die WC-Ente. Alles gut. Kleine Anekdote am Rande. Dann haben wir eine große Spülsensitiv-Flüssigwaschmittel. Benutze ich gern, benutze ich immer. Sensitiv auch immer. Gibt es da noch was dazu zu sagen? Gab es bei Rossmann im Angebot? Und, achso, oh Gott, den General, den gibt es auch immer. Glanz und Frische, Bergfrühling, da hole ich verschiedene. Aloe Vera, Zitrus, also das ist egal. Für den Fußboden ist auch alle. So. Was ich mir noch am Rande sagen kann, ich habe mehr Waschmittel aufgebraucht als diese eine Flasche. Ich wasche quasi jeden Tag, ja. Dann haben wir, hört ihr mich? Und nicht, dass ich wieder so leise bin, weil es ist schon so spät, aber ich versuche laut zu sprechen. Das aufgebraucht. Domol. Woher gibt es denn Domol? Ist das Rossmann? Ja. Rossmann. Lime and Rosemary. Ich liebe von Jean und Len, Jean und Len, diese Rosmarin-Ginger-Handseife. Die steht bei mir in der Küche, weil es einfach so passt, ne? Wenn ich mir die Hände waschen will in der Küche und dann diesen Rosmarinduft, das riecht so gut. Die kommt immer dahin. Und dazu fand ich jetzt ganz lustig, Spüli mit Lime Rosemary zu holen. Und habt ihr es gesehen? Oh Gott. Sind die Wimpern so im Winde geweht? Oh Gott. gut, dass ich keine künstlichen habe, ne? Die werden weggeflogen bei dem Windstoß. Es riecht gut. Es riecht gut. Empfehlung. So, ich zeige es euch ein achtes Mal. Bitteschön. Empfehlung von mir. Dann habe ich etwas aufgebraucht. Das ist so krass, Leute. Garnier Body Tonic. Für straffende Feuchtigkeitslotion. Für erschlaffte Haut. Phytokoffein und Meeresalgen. Zieht schnell ein. Lasst mich mal überlegen. Ich bin mit meinem Mann 10 Jahre verheiratet. Das Ding ist bestimmt 12 Jahre alt oder so. ich habe es dann jetzt mal alle gemacht. Das ist hier immer so rumgeflogen in den Ecken. 12 Monate halt, was steht da drauf? 12 Jahre. Monate, Jahre ist egal, ne? Und tatsächlich, es riecht immer noch gut, es zieht immer noch gut und schnell ein.
Ich glaube nicht, dass es was gebracht hat. Ich habe das immer für meine Oberschenkel benutzt. Weil ich irgendwann mal dachte, so vor 12 Jahren, oh, das bringt vielleicht was. Ja, was soll ich sagen? 12 Jahre später. Krass. Ups. Ja, ist alle. Ich mag's. Ich mag's. Ich habe sonst überhaupt nichts von Garnier. Keine Ahnung. Kann ich gerade gar nicht so viel sagen zu der Marke. Aber ich fand's gut. Lange gehalten. Ich habe es halt echt ewig nicht benutzt und jetzt wieder. Ich dachte, es muss dann mal aufgebraucht werden. Ne? So. Dann habe ich hier etwas, das ich aussortiere. Haarliebe bei Domino Cardi. Das ist ein Shampoo, Pflegewunder für strapaziertes, trockenes Haar. Ich habe es ein paar Mal versucht und dachte, vielleicht liegt es an der Kur. Vielleicht liegt es am Conditioner. Vielleicht liegt es an mir. Vielleicht liegt es an der Haarfarbe. Aber ich habe es ausgetauscht, ausprobiert und der gemeinsame Nenner war immer dieses Shampoo. Das ist für trockenes Haar. Und ich habe immer das Gefühl danach, dass sie noch fettig sind. Weil das irgendwie so, ich weiß nicht, was es macht, mit Feuchtigkeit versorgt, pflegt, fettet, keine Ahnung. Wenn ich mir die Haare gewaschen habe und sie abtrockne und beim Trocknen das Gefühl habe, sie sind noch fettig und am nächsten Morgen, wenn sie trocken sein sollten, das Gefühl habe, sie sind noch fettig. Oh Leute, das hat mich wahnsinnig gemacht. Vor allem, ich wasche die ja nur einmal die Woche. Und dann zu wissen, so, was ist das jetzt? Muss ich jetzt eine Woche so damit rumlaufen? Weil wenn ich sie jetzt öfter wasche, ruiniere ich mir wieder meinen Haarwaschrhythmus, ne? Wisst ihr Bescheid? Nee, jetzt reicht's. Weg damit. Also für trockene Haare ist es bestimmt gut. Vielleicht fettendes Haar oder was auch immer. Nein, 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 nein. Oh, ich freue mich jetzt, dass es weg ist. Ich habe es wirklich ein paar Mal probiert und dachte so, wer weiß, woran das liegt. Ich sage jetzt, es lag am Shampoo. Es war nichts für mich. Nein, sorry. Dann, bam, habe ich sie aufgebraucht. Die Ariel. Die ist schon ziemlich, ziemlich leer. Duschgel, das war von Action. Habe ich, als ich das erste Mal bei Action war, mitgenommen. Da hat sie mich so angelächelt. Und es hat einfach nach Erdbeer gerochen. Es ist ein Duschgel. Meine Tochter hat es gefeiert. Ja, aber nicht zu süß, ne? Also, es war so erdbeerig. Wisst ihr Bescheid? War ganz gut, aber auch nichts Besonderes. Also es bleibt jetzt nicht besonders lange auf der Haut oder so. Nee, nee, nee. Ich habe eine Haarbürste aussortiert. Oh Gott, also was heißt aussortiert? Ganz ehrlich, ich habe sie gefunden in einer Kiste vom Umzug, als wir in dieses Haus gezogen sind und dachte mir, lebst du noch? Lebst du schon? Das ist ja eingedellt weg. Die kommt weg. Vielleicht sollte ich sowas gar nicht zeigen. Oh Gott, ich habe sie gefunden und also benutzt sie seit Ewigkeiten nicht, ne? Dann habe ich einmal wieder aufgebraucht meinen Dove Deo Stick. Das ist hier so ein Roll-On. Super cool. Habe ich mir mal gekauft auf Empfehlung von Franka und ich bin begeistert. Also ich bleibe jetzt bei denen. Es gibt eine Sommer-Edition, es gibt eine Winter-Edition. Sie fängt wieder an, sich in den Haaren zu spielen. Und das ist, war die Summer-Edition mit nix. Refreshing Summer Ritual. Ja, was ist das? Wahrscheinlich irgendwie so Kirschblüte oder so. Super, funktioniert. Du stinkst nicht, jetzt habe ich es gesagt. Egal. Ich schwitze nicht mehr. Also nicht, also ich. So, es funktioniert. So. Schützt die Armachseln und ist es auch kein richtiges Wort. Ihr wisst doch, was ich meine. Was ist denn hier los? Ich kann euch sagen, was los ist. Mal ganz kurz, ich kann euch sagen, was los ist. Es ist Freitagabend. Meine Tochter ist jetzt gerade, ich hoffe, eingeschlafen. Mein Sohn ist noch unten und lernt und hat keine Lust zu lernen, aber muss mich jetzt kurz in Ruhe lassen. Mein Mann ist nicht da, der kommt aber auch gleich nach Hause und ich will hier fertig werden, bevor er kommt und mein Sohn wieder hochkommt und meine Tochter vielleicht doch nicht schläft. Und ich will unbedingt jetzt dieses Video abdrehen, weil ich eigentlich dabei abschalte. Und jetzt erzähle ich euch hier einen vom Pferd über das Real Life, ne? Aber spiele mir dabei fünfmal in den Haaren rum. Ich weiß auch nicht. Ich bin so gestresst, Leute. Und dieses Videodrehen hilft mir eigentlich. Also machen wir jetzt weiter und dann ist wieder gut, ne? So. Was haben wir denn noch aufgebraucht? Jetzt muss ich aufpassen. Tatsächlich, ich hätte es nie gedacht. Saint-Tropez Self-Tan Purity. Tatsächlich, ich habe es mal ausprobiert. Und es ist irgendwie total cool. So, jetzt gerade sieht es nicht so aus, weiß es ja auch alle. Aber das ist so ein ganz feiner Sprühnebel. Das riecht total angenehm. Ihr macht quasi abends euer Gesicht sauber, Toner rauf, ein Serum rauf, so habe ich es gemacht. Und dann dieser Sprühnebel drüber.
Also so richtig schön auch hier unten hin, ne? Man braucht gar nicht so viel tatsächlich. Man nimmt auch gar nicht so viel aus Angst, dass es zu braun oder orange wird. Und dann zieht das ein, dann klopfe ich es immer am Ende noch ein bisschen. Hände waschen, ganz wichtig. Und dann mache ich einfach noch meine Augencreme und Nachtcreme drauf, Wimpernserum. Und es zieht ein und fertig ist. Ich fand es richtig gut. Ich würde es mir tatsächlich noch mal aus dem Tauschpaket nehmen, wenn ich es finde. Obwohl ich immer so Angst hatte, ne, vor diesen Selbstbräunungsdingern. Aber ich muss sagen, so jetzt noch mal nah. Es ist tatsächlich gut und es riecht gut und es fühlt sich gut an. Also nicht nur, okay, für die Bräune mache ich das, sondern bist du Glas? Sehr schön. War echt gut. So, dann etwas andersrum. Fix and Rouge Clarity Serum. Von dem dachte ich, oh, richtig gut, Fix and Rouge. Und ich bin jetzt froh, dass es alle ist. Also das war ein wirklich grünes, schleimiges Serum, was ja an sich nicht schlimm ist, ne? So sieht's aus. Aber da sind irgendwelche Pigmente drin oder irgendwelche aufplatzenden Körner oder so. Ich konnte das nur nachts drauf machen, weil ich wusste, dass ich mir morgens das Gesicht wieder abwasche. Das ist nichts für tagsüber. Da sind irgendwelche kleinen Körner, ist auch Glas. Also es war kein Peeling, dafür waren es zu wenig Körner, aber irgendwas war da drin, was mir nicht gefallen hat, tatsächlich. Was haben wir denn hier? Ach süß, guck mal, ich habe noch was zu essen dabei. Schubeck, kennt ihr Schubeck noch? Wie heißt er? Alfons Schubeck? Nee, wie heißt er denn? Wie heißt er nochmal? Kennt wahrscheinlich eh keiner mehr, ne? Alfred Schubeck, Alfred Schubeck, ne? Wir haben das Tomaten-Mozzarella-Gewürzsalz. Mein Sohn liebt das. Mein Sohn liebt Tomaten-Mozzarella. Das haben wir sehr gerne benutzt. Wir haben an sich auch ein paar Gewürze von dem, Alfred Schubeck. Aber ist gerade weniger geworden, weil wir tatsächlich halt auch, ne, Just Spices ausprobieren. Wir hatten noch was anderes ausprobiert. Das habe ich jetzt aber verbannt bei uns aus dem Haus. Die böse Frau. Und dadurch haben wir gar nicht mehr nachgekauft. Aber an sich finde ich Alfred Schubeck Gewürze wirklich gut. Wir haben da noch mehr von, wie gesagt. Aber das ist auch große Empfehlung. Dann, was haben wir denn hier noch? Ein Nachtöl von Raw Perfection. Ich stehe auf Nachtöl. Ich habe es euch letztens erzählt im zweiten Blick von der Pinkbox. Ich verlinke es euch hier oben. War es die Pinkbox oder war es Plissim? Jetzt habe ich es gesagt. Ich verlinke euch das Video hier oben. Mein erstes Nachtöl war das von Sunday Riley und ich trauere ihm nach und ich fand es so schön und Nachtöle sind so was Tolles. Ich habe das früher nie gemacht, weil ich so fettige Haut hatte, beziehungsweise so nachfettende Haut hatte. Ich weiß nicht, irgendwie habe ich es, glaube ich, in den Griff gekriegt und eventuell auch wegen diesen Ölen. Also abends ein Öl auftragen, das ist so, so schön. Also ich vermisse das gerade. Ich habe nämlich gerade keins tatsächlich. Hoffe auf die nächste Box. So zur Winterzeit könnte ja vielleicht was drin sein, ne? Und mir fällt gerade auf, ich habe überhaupt nichts. Ich mache mir mal eben ein bisschen Öl drauf. Seht ihr so viel dazu? Meine Lippen sind so trocken. Nur noch. Das hier ist ein Öl von Trended Up tatsächlich. Oha, es heißt sogar Lipgloss, aber es fühlt sich an wie ein Öl. Waller Baby. Ich mag es ganz gerne. Ist jetzt was anderes. Fühlt sich auf jeden Fall besser an. Ich habe einen Liquid Lipstick drauf von Revolution und der war jetzt irgendwie gerade ein bisschen trocken. So, weiter im Programm. Öle, Gesichtsöle. Ich liebe es total. Was ich noch überlegt habe, ob ich diese Nyx-Öle mal probiere, von denen alle schwärmen. Ich habe die auch hier und noch nie ausprobiert, weil ich nicht wusste, was ich damit anfangen soll. Vielleicht wäre das jetzt mal was. Dann haben wir meine nächste Matt-Masky-Maske ist alle. Ich erzähle es euch jedes Mal. Ich liebe Matt-Masky. Das sind Leave-Me-On-Masken. Heißt, für jede Jahreszeit gibt es quasi eine Leave-Me-On-Maske, die halt verschiedene Inhaltsstoffe hat, je nach Jahreszeit angepasst. Ne? Lichtschutzfaktor variiert, Hitzeschutz, Kälteschutz und so weiter variiert alles. Das hier war jetzt die für den Herbst. Die war so gelartig da. Und ich habe die jetzt, ich glaube, seit 2 Jahren tatsächlich immer also für jede Jahreszeit eine. Heißt, das ist quasi eine Maske, die ihr euch morgens auftragt. Nachdem ihr eure Routine so gemacht habt, tragt ihr diese Maske auf und könnt die drauflassen, als Primer benutzen. Mega gut, ich liebe sie wirklich. Ich habe noch nie schlecht reagiert darauf. Jetzt ist meine Herbstmaske alle, jetzt ist die Wintermaske in Gebrauch. Jawohl.
Dann habe ich Grace and Stella Lash Serum. So, das ist hier so eine richtig coole Flasche, so eine Glasflasche. Die ist bauchig und dann drin, ne? So, das ist halt so ein kleiner Pinsel. Ich bin mir nicht ganz sicher, ob die alle ist, ehrlich gesagt. Da glänzt es noch, ne? Aber irgendwie kommt nicht mehr genug runter. Ich habe das jetzt ein paar Mal, also ein paar Wochen benutzt. Wo kommst du denn her? Weiß ich nicht. Ein paar Wochen benutzt. Fühlt sich ganz gut an. 5 Milliliter waren drin. Ich weiß nicht, ob es was gewirkt hat, das Glas, ne? Ja. Ich habe lange Wimpern, würde ich sagen, und es fallen weniger Wimpern aus, das stimmt. Also wirkt es dann wahrscheinlich, ne? Also ich habe jetzt nicht Wimpern wie Claudi von Claudis Welt. Die hat ja Wimpern bis zur Augenbraue. Habe ich nicht, aber sag ich jetzt mal, es knistert so. Sie sind schon da, ne? Und sie sind weniger ausgefallen. Jetzt gerade benutze ich eins aus der Drogerie. Dachte ich mir, probiere ich mal. Und danach habe ich noch ein teures. Mal schauen, ob ich da Unterschiede bemerke. So, dann B5 Pantenol Viberia Cream. Die hatte ich aus meiner Glossy Summer Bag. Hatte die auch im Urlaub mit und habe dann gesagt, die benutze ich zu Hause. Die will ich austesten und genießen. Das ist hier so eine richtige Pappverpackung. Das ist irgendwie so komplett recycelbar. Und die war ziemlich cool. Ne? Meine Glossy Summer Bag verlinke ich euch mal hier oben. Könnt ihr auch nochmal schauen. Da waren ziemlich coole Sachen drin. So unerwartet coole Sachen. Das ist immer das Beste eigentlich. Die hier ist mit Pantenol, Centella Asiatica, Squalane und Niacinamiden. Und die war wirklich schön. Also viel zu klein. 12 Milliliter. Aber schön. Ich würde jetzt sagen, kein Jahreshighlight oder was mir jetzt so krass in Erinnerung bleibt, aber unter den Top-Produkten auf jeden Fall dabei. Schön. Dann habe ich einen Lippenbalsam alle gemacht. Yippie, wie oft passiert das im Leben? Ich habe es geschafft. Von Be Natural, das war der Achai, ne? Genau. Da kommt einfach, also da ist noch was, aber das müsste ich jetzt irgendwie rauskratzen, denn ich kann es nicht weiter hochschrauben. Ich mag die gern. Das ist so natürlicher Lippenbalm aus Bienenwachs oder mit Bienenwachs oder so. Da gibt es einige von. Da gibt es, ja, einige von, habe ich gerade gesagt. Könnt ihr mal schauen, kennt ihr bestimmt auch. Den fand ich ganz gut. Jawohl, jetzt ist er alle Plastik. Weg. Dann auch aus meiner, das war Look Fantastic. Ich habe eine Boom Boom Cream. Brazilian Boom Boom Cream. Und ich dachte, ich habe mir damals die Look Fantastic Box bestellt, weil ich gesehen habe, da ist die Boom Boom Cream drin. Und ich will wissen, wie die riecht, weil alle Welt spricht davon. Es gibt so viele, wie heißt das, Dupes dazu von Isana und was weiß ich. Ja. Mir ist aufgefallen, ich habe einen Dupe dazu. Ich habe ein Bodyspray. Das hatte ich vorher. Und ich dachte, als ich die dann gerochen habe, hä? Den Geruch kenne ich. Und das ist diese Isana Brazil Fragrance oder Body Fragrance. Das ist einfach ein Körperspray. Es riecht genauso. Ist dann wohl ein Dupe zu Boom Boom Cream. Das ist ja die Brazilian Boom Boom Cream. Jetzt habe ich es an der Nase. Die riecht gut. Aber ja, also den krassen Hype verstehe ich nicht. Aber der ist jetzt auch schon ein paar Jahre her, ne? Dann ist vielleicht jetzt gut. War aber ganz okay. War jetzt auch nicht viel. Wie viel waren hier drin? 25 Milliliter. Ich habe die für meine Oberarme benutzt. Also ich habe die hier abends, dass ich dann, ja, für abends eigentlich. Und hier ein bisschen, dann habe ich ja mit meinem Gua Sha. Das habe ich euch auch erzählt in dem Video. Jetzt verlinke ich euch wieder ganz viel, ne? Mein Body Gua Sha hat mich eingecremt und dann mit dem bin ich hier über der Brust so lang gegangen. Und das ist ganz schön. Dafür war die ganz gut, aber die hat auch nicht lang gehalten. Ne? 25 Milliliter. Gut. Was haben wir denn noch aufgebraucht? M-Asam, ein Hyaluron-Repair 24-Stunden-Creme. Ganz genau. Die hatte ich aus einem Wanderpaket, Tauschpaket. Ich glaube, von Irene. Ne? Kann es sein, dass du die reingetan hast? Die war auch ganz gut. Also jetzt auch nichts, was mir krass in Erinnerung bleibt. Aber die war ganz gut, die war ganz schön. Ich habe sie abends benutzt, nicht morgens, weil ich für tagsüber wirklich nicht viele Cremes benutzen kann, weil meine Haut so nachfettet bei vielen Cremes. Also es ist wirklich ganz schwer, was zu finden, sage ich euch ständig. Die bei mir funktioniert, ist die von Beauty Mates. Und da hört es schon fast auf. Aber für nachts war die toll. So, M-Asam Hyaluroncreme. Was bist du, Plastik? Hat sich gut angefühlt. Ich habe 10.000 Masken. Ich habe hier noch eine Zahnpasta. Die berühmte Zahnpasta, die auch mein Kind benutzt, weil sie nicht scharf ist. Ne? So. Oh ja.
Dann hatte ich hier eine Haarmaske mit Minzöl. Habe ich euch auch schon mal im zweiten Blick erzählt. Die ist einfach total krass. Es fühlt sich an, als ob du dir Minze ins Gesicht, in die Haare schmierst, nicht ins Gesicht. Das ist wirklich, wie hatte im Kommentar hat jemand geschrieben, ist doch praktisch, wenn du krank bist, machst du dir die Haarmaske auf und wirst direkt noch mit gesund, weil die so krass riecht. Das ist wirklich wie dieses Chinaöl oder so. Das ist so krass und ich habe jetzt auch keinen großen Unterschied gemerkt, ehrlich gesagt. War mal ganz interessant, aber eine Zahnpasta haben wir noch. Aber ich muss ehrlich sagen, die hat ewig gehalten, weil die, auch selbst die Pikachu milder Minzgeschmack, ist zu scharf. Nee, m-m. Dann lieber diese Erwachsenen von Dentalux. Die waren nicht so sehr beliebt. Die, ich glaube, die haben wir jetzt alle gemacht, wir Eltern, damit sie endlich mal wegkommt. Ehrlich gesagt. Also nur weil die toll aussehen, ne? Das muss nichts heißen. Wir haben jetzt auch noch eine da mit der Paw Patrol drauf. Benutzt auch keiner. Werde auch ich alle machen, weil sie zu scharf ist. Leute. Dann habe ich etwas Model Q. Ein Brightening Instant Radiance Luminous Beige. Genau. Instant Radiance. Da haben viele überlegt, was das ist. Ist das ein Primer? Ist das ein Highlighter? Ist das ein Concealer? Ich habe es als Concealer benutzt und ich werde ihn vermissen. Ich überlege gerade, ob ich noch was rauskriege. Vielleicht kriege ich noch ein bisschen raus. Ich habe den einfach den kompletten Sommer über. Hier ist nicht viel drin, ne? 9 Milliliter. Ich habe es den kompletten Sommer über unter den Augen aufgetragen. Hier, hier und vielleicht noch da. Habe das verpuddelt. Fachwort, verpuddelt. Wisst ihr Bescheid? Und ich liebe ihn. Der war wirklich schön. Den würde ich mir nachkaufen. Super Highlight-Produkt für mich. Model Co. Die haben auch schon Sachen rausgebracht, die ich voll blöd finde. Das Augenbrauengel, finde ich, ist wie Wasser. Aber dieser Instant Radiant, seht ihr das so? Ja. Für mich ist das ein Concealer und der funktioniert richtig, richtig gut. Das ist nicht so ein deckendes Camouflage-Ding. Das verschmilzt mit der Haut. Es macht einen tollen Glanz. Es macht aber einen tollen, jetzt hier, den Glanz, den ich jetzt hier habe, ne? Das ist ein Inner Corner Highlight. Also das ist ein Lidschatten. So ein Glanz ist das nicht. Sondern es ist glowed einfach. Du kannst das abpudern, dann glänzt hier gar nichts. Ich hasse glänzende Haut. Ich mag abgepuderte Haut und hier den Glanz. Mehr möchte ich nicht, weil ich einfach das Problem habe, dass meine Haut nachfettet und ich hasse es, wenn ich glänze. So, das ist einfach dann so ein. Das ist bei jedem anders. Die einen hier, Maxim, der sieht aus wie aus dem Olivenöl gestiegen, aus dem Olivenölmeer gestiegen. Der mag das total und ich möchte überall matt sein, außer. So. Und ich kann den super benutzen. Der macht einen Glow, aber du kannst das abpudern. Du hast eine Deckkraft. Das ist aber nicht cakey. Es ist wunderschön. So, wunderschön. Kurzfassung, bevor ich mich hier noch um Kopf und Kragen rede. Dann habe ich etwas, weshalb ich mir wieder eine Utrimi Box bestellen werde. Ja, so. Sukin Cleansing Oil. Ich finde das richtig, richtig gut. Es ist jetzt hier echt ein bisschen ölig gerade. Aber es ist ein Reinigungsöl, was die Wimperntusche mit wegmacht. Du kannst sie in den Augen benutzen, du kannst sie überall benutzen. Es riecht schön, es ist angenehm. Du brauchst wenig Produkt, du kriegst alles runter. Ich mache Double Cleansing, also Öl runter und dann noch einen Schaum oben drauf. Einfach, damit ich den Schaum auch ausprobieren kann und weil es sich irgendwie gut anfühlt, das so doppelt sauber zu machen. Und das war wirklich, wirklich gut. Ich hatte von Sassy das Reinigungs-Oil to Milk, Milk to Oil. Oil to Milk. Ding ausprobiert. Das ist auch echt gut, aber ich möchte Nivea nicht benutzen. Und ich habe jetzt einige benutzt. Das von Avant ist tatsächlich auch richtig gut. Dieses, wie heißt es denn? Vulkan, Gestein, Blue, bla, blub. Blue Cleanser oder so. Der ist auch richtig gut, aber natürlich wahnsinnig teuer. Und Sukin, dieses Cleansing Oil, finde ich auch mega, mega gut. Möchte ich mir nachkaufen. Und ich werde es so machen, dass ich eine Utrimi Box wiederhole. Da gibt es nämlich Sukin-Produkte. Ich hoffe, es gibt es das jetzt auch noch. Oh mein Gott. Und das ist ein Anlass für mich, weil da zahle ich, egal was ich reinmache, 24,90 € und kann dann halt noch Sachen dazu packen, mein Produkt, und habe den festen Preis. Ne? Werde ich euch dann auch zeigen, wenn ich es gemacht habe, und hier vorstellen. Tipp am Rande, den Adventskalender. Gibt es auch noch, obwohl jetzt schon Dezember ist. Guckt mal bei das Sassi-Kind vorbei. Sie hat auch einen Rabattcode. Da könnt ihr den günstiger bekommen. Und habt da sogar noch mal einen Gutschein drin. Spoiler. Für eine extra Box. Heißt, ihr kauft dann mit Sassis Rabattcode, ich weiß jetzt nicht für wie viel Geld, diesen Adventskalender. Und habt dann noch einen Gutschein drin für noch eine ganze Box. Also,
So, ne? Auch wenn der Dezember schon angefangen hat. Wir haben es gleich. Oder auch nicht. Doch, muss. Dann hatte ich mir auch aus einer Tauschbox von Teti Sept einen Duschbad ausgesucht. Einen Granatapfel-Magnolie-Cremedusche. Ich muss sagen, hat irgendwie nicht so, also, ja, es riecht nach Schaumbad. Also, es riecht auch richtig nach warmer Badewanne und so. Aber ich habe da nicht viel Pflege von gemerkt. Ich habe da nicht viel Schaum von gemerkt. Ich habe es in der Badewanne benutzt, nicht unter der Dusche. Ja, also es ist nicht schlecht. Ich glaube auch so als Mitgebse ist es eine schöne Größe, 50 Milliliter. Aber es ist jetzt nichts, was sich mir so ins Gedächtnis gebrannt hat. Genau. Dann habe ich was aufgebraucht. Aqua Colonia, Litchi und weißer Tee, richtig? Weiße Minze. Das riecht wie Litchi-Saft, den es früher beim Asiaten gab. Wenn ihr Essen wart und die Erwachsenen Schnaps gekriegt haben, haben die Kinder Litchi-Saft gekriegt. So riecht das. Und dann ist da tatsächlich noch so was Würziges, so was Scharfes, so weiße Minze mit dabei. Das ist ein Fussel. Ich mochte es sehr gerne. Hier war nicht viel drin. Wie viel war hier drin? 8 Milliliter. Coole Sache. Ich mochte es gerne. Einfach, weil es Erinnerungen geweckt hat. Ne? Ist jetzt alle. Ich habe hier eine Kapsel. Isana Beauty Konzentrat Squalan Ölserum. Bitteschön, da seht ihr nicht viel. So vielleicht. Wenn ihr mein Adventskalender-Video gesehen habt für meine Mama, dann wisst ihr, wieso ich diese Kapsel benutzt habe. Sie ist beim Unboxing des Kalenders rausgefallen. Ich habe euch gezeigt, was für Produkte ich für meine Mama in den Adventskalender getan habe. Und beim Zeigen ist diese Kapsel runtergefallen und zerbrochen. Und dann habe ich mir gedacht, dann muss ich sie jetzt benutzen. Sie ist kaputt. Ich kann sie ja nicht mehr reinpacken. Also habe ich sie benutzt und sie war wunderbar. Sie war richtig toll. Squalan, richtig, richtig gut. Muss ich mal gucken, ob ich das nochmal finde. Von Isana. Richtig tolle Sache. Kann ich empfehlen. Okay. Ich glaube, es geht los. Dann habe ich den aussortiert. Ein Essie-Nagellack. Der ist auch Asbach uralt. Keine Ahnung. Der ist einfach nur noch gelig. Also, nee. Dankeschön. Ich habe einen Tee getrunken. Der alte Kaffeetrinker hier. Ich war in einem Hotel. Ich war das erste Mal seit langer Zeit alleine weg mit meiner besten Freundin in einem Hotel. Und wir haben dort auf dem Zimmer diesen Tee getrunken und ich fand den total lecker. Rote Beeren, Erdbeer-Himbeergeschmack anscheinend, aber der war richtig auch so beerig-sauer, ne? Nicht so süß, von Ronnefeld. Keine Ahnung. Wollte ich euch mal zeigen. Der war lecker. Achso, du bist kein Glas. Und dann habe ich hier nämlich noch... ein paar Masken und dann sind wir fertig. Das ist keine Maske. Super, geht ja gut los. Badeperlen aus dem Isana Adventskalender. Die waren fruchtig. Ja, fruchtiger Duft. Farbige Badeperlen. Die waren ganz cool. Die waren echt ganz cool. Richtig pink. Sieht man hier noch eine? Ist da irgendwo noch eine? Ist jetzt auch egal. Interessiert euch gar nicht. Da ist noch eine Badeperle. Die war richtig pink. Die haben richtig schön Duft verströmt. Es waren fast schon wie so Parfümperlen. Das fand ich ganz cool. Es hat sich echt ganz schön angefühlt. Viel Schaum oder so war nicht, aber gut. Dann haben wir... Peeling-Pads. Enzym-Peelings. Ich erzähle euch gar nicht so viel dazu. Die kommen bald in einem zweiten Blick aus der Goodiebox. Die sind aus der Goodiebox. Der zweite Blick kommt. Spoiler. Oh, nee, kein Spoiler. Cliffhanger. Müsst ihr dranbleiben. Dann habe ich hier immer noch was zum Baden. Badekristalle von Ariel. Habe ich von einer lieben Freundin geschenkt bekommen. Die hat das gesehen und musste es mir kaufen. Ich weiß auch nicht warum. Komische Sache. Also die haben es verkauft, weil Ariel drauf war. Wahrscheinlich gibt es noch mehr Disney-Prinzessinnen davon. Es war jetzt aber nicht besonders. Aber es ist halt ein tolles Geschenk und ich habe mich gefreut. Abenteuerlicher Duft von Mango und Cassis. Verstehe ich nicht, warum. Aber das Thema hatten wir schon mal bei so Badekugeln und so. Da hat Ariel, glaube ich, nach Apfel gerochen und Schneewittchen nach Erdbeer. Und es hat so gar keinen Sinn gemacht. Warum riecht nicht Schneewittchen nach Apfel? Und naja, Belle nach Rose und so, ne? Also das hat aber irgendwie alles gar nicht gepasst. Und hier, ich weiß auch nicht, Mango und Cassis. Aber es ist natürlich total süß und ein schönes Geschenk. Und ich habe mich auch voll drüber gefreut. Und ich würde mich auch immer wieder drüber freuen, so.
Was soll ich tun? Was soll ich tun? Dann haben wir Augenpads von Yuti. Das waren diese Herzchen. Ah, passt auf. Wir waren halt im Hotel, meine beste Freundin und ich. Und wir saßen da beide und haben gesagt, ich habe dir noch was mitgebracht. Und wir haben beide uns Masken und Augenpads mitgebracht. Ist das nicht süß? Unabgesprochen, natürlich. Ne? So, wir haben als erstes, ich habe diese Monstermaske benutzt. Die sah tatsächlich so aus. Es war ganz niedlich. Ich kann mal schauen, ob ich ein Foto habe, dann blende ich es euch ein. Die war ganz cool tatsächlich. Relaxing Formula mit Peach Scent. Da hatte ich ein bisschen Angst, aber nö. Also mit, wie heißt es? Pfirsichgeruch. Aber war nicht schlimm. Die war ganz schön. Die hat sich tatsächlich ganz gut angefühlt. Die hat auch gut aufs Gesicht gepasst. Sehr schön, ist auch nicht immer so. Sie hat die Mickey Mouse benutzt. Hier waren so kleine Mickey Mäuse drauf, ganz genau. Und sie sagt auch, die war sehr reichhaltig. Also war sehr viel Produkt, sehr, sehr flüssig alles. Gut, gut. Und dann haben wir beide Augenpads benutzt. Und zwar diese Herzchen. Ich glaube, die kennen wir alle, Yuti, ne? Und die Hyaluron Tigergras Gurkenextrakt Veggie Mixture Augenpads. Da, bitteschön. Auch nicht schlecht. Die Yuti-Dinger sind super. Ich mag die gerne. Ich mag die gerne leiden. Ich mag die, wie auch immer. Ihr wisst Bescheid. Oh, nochmal hier da zurück. Badepuder habe ich noch von Balea. Das war auch ein Geschenk oder so. Ich weiß es gar nicht. Mit Gardenie und Hibiskus. Ich glaube, das war nicht so meins. Nee, das ist wieder zu. Es geht. Es ist sehr pudrig. Badepuder. Pudrig, blumig, aber mit einer fruchtigen Note. Das geht so. Es hat so ein bisschen auch geglänzt, glaube ich. Es war ganz cool. Und dann Duschsalz-Peeling Eternal Summer. Tatsächlich am letzten, am 30. November habe ich es benutzt. Und dachte, jetzt ist der Sommer endgültig vorbei. Ne? Es hat wirklich echt gut gerochen. Aber ja, passt jetzt natürlich nicht mehr. Mit Meersalz und goldenem Jojobaöl. Der Duft war gut. So, jetzt sind wir fast durch. Jetzt sind wir wirklich fast durch. Ich habe noch Hydrogel-Augenpads mit Melone. Die fand ich auch toll. Die fand ich tatsächlich ganz cool. Die haben schön gerochen. Oder ich habe es mir eingebildet, aber ich fand die gut. Irgendwas läuft hier aus. Das Peeling, glaube ich. Schön. Die würde ich mir wiederholen. Das war aber, glaube ich, so eine Limited Edition. Und dann habe ich diese Augenmaske bekommen. Das ist Augenmaske. Tuchmaske. Es ist gerade ein bisschen blöd, weil ich die unten aufgerissen habe. Ich habe Angst, dass das rausläuft. Ach nee, es läuft nichts raus. Es läuft nichts raus, denn da war nicht viel Produkt drin. Ich dachte dann danach noch, ich habe sie mir ziemlich schnell wieder abgemacht. Diese Maske war zu klein. Die Augen waren zu klein. Ich hätte sie noch aufschneiden können. Ja, ich weiß. Im Mund war es zu klein. Und dadurch hat sich ständig in meinen Wimpern verfangen. Dann hat es nicht gut gerochen. Und ich hatte irgendwie das Gefühl so, na, zieh es jetzt durch, komm, ein bisschen drauf lassen. Aber es hat sich nicht gut angefühlt. Ich habe sie dann einfach irgendwann abgemacht. Es war irgendwie, ich habe mich so beengt gefühlt und nicht gut, nicht erfrischt. Und dann dachte ich, okay, nimmst du noch ein bisschen Produkt raus, aber da kam nichts mehr. Und ich habe die weggeschmissen. Also leider gar nicht, gar keine Empfehlung von mir. Sweet Cookie Deep Cleansing Facial Sheet Mask von, weiß ich nicht. Ich weiß es nicht. Also leider so gar nicht meins. Tut mir leid. Aber Raffi, danke. und dann hatte ich von Sassi in unserem Tauschpaket, verlinke ich dir auch hier oben, eine Lippenmaske. Die war ganz cool. Die war tatsächlich ganz cool. Ich würde es mir nochmal holen. Ja, das ist eine Maske, die man sich quasi so komplett über den Mund packt. Also das war richtig so groß. Der Mund ist zu. Was mir aufgefallen ist, richtig gut. Ich habe die Maske drauf getan und dann ist mir aufgefallen, dass ich meine Kerze noch anhatte. Ich kann jetzt Kerzen mit der Nase auspusten. Jawohl, dank dieser Maske. Es geht ganz einfach so. Na, und dann war die Kerze aus. Geht gut. Maske fand ich echt super. Hat sich alles gut angefühlt. Auch drumherum war es dann nicht komisch oder hat gebrickelt oder so. Cool, 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 cool. Und das war's. Ich bin fertig. Wir haben es geschafft.
aufgebraucht November 2022. Jetzt sind wir im Dezember. Ich packe mit euch den Adventskalender jeden Tag aus in meinem Short. Ich feiere mit euch Sinterklaas. Kennt ihr nicht? Wartet auf den 5. Dezember. Was mache ich denn noch mit euch? Ich packe ein Weihnachts-Winter-Paket mit Sassi aus. Weihnachten, Weihnachten, Weihnachten. Der Dezember ist da. Es wird nicht zu krass weihnachtlich. Ich werde hier nicht jeden Tag mit Mütze aufkreuzen oder so. Ach, wisst ihr was? Meine Tochter hat mir was Tolles geschenkt. Ich weiß gar nicht, wo es ist. Am Ende des Videos. Ist das nicht süß? Ist das nicht süß? Hat meine Tochter gesehen und gesagt, Mama, guck mal für dich. Oder? So, und damit schließen wir. Ich hoffe, euch geht's gut. Passt auf euch auf. Genießt diese Zeit, egal wie, wenn euch alle nerven. Geht unter die Decke, macht ein Licht an, lest ein Buch und genießt das. Lasst euch nicht ärgern. Tschüss.